Hallöchen da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahmesession. 7 Days to Die. Ja, aktuell müsste, wenn ich mich nicht irre, morgen müsste die letzte Folge für euch kommen und deswegen habe ich mich jetzt einfach spontan nochmal hingesetzt und gesagt, hey, jetzt hast du Zeit, nehmen wir doch ein bisschen was auf. Ja, wie gesagt, also ich hatte vorhin schon eine Nachricht gekriegt wegen Verwirrung in den Aufnahmeterminen. Ich mache es immer so, dass immer abwechselnd Factorio und 7 Days kommt, wenn ich genügend 7 Days Folgen habe. Aber ich behalte meine Tage bei. Also ich möchte feste Aufnahmetage haben, beziehungsweise Upload-Tage. Heißt Montag, Mittwoch, Freitag und Sonntag bleibt es bei Factorio. Und dazwischen denn, also Dienstag, Donnerstag und Samstag, kommt 7 Days. 3 Folgen die Woche 7 Days, 4-mal Factorio. So ist aktuell der Plan. Vielleicht ändert sich das nochmal. Aber so lassen wir es erstmal stehen. Und jetzt wollen wir gar nicht lange weiter quatschen. Wir wollen jetzt mal zusehen, dass wir was machen. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, wo wir aufgehört haben. Ich habe auf jeden Fall ein bisschen an der Qualität gedreht. Einerseits, was das alles hier so angeht, kann ich ja vielleicht mal kurz zeigen. Ich würde das Häkchen hier ganz gerne noch mit reinnehmen, weil ich finde, das macht das Ganze doch schon wesentlich hübscher, wenn man sich das hier mal so anguckt. Aber dann bin ich runter auf 30 FPS. Ich habe dann einfach hier unten nochmal so einen kleinen Schatten, so eine Tiefenschärfe oder sowas. Also so ein direkten Vergleich, finde ich das schon ganz schön, ist aber glaube ich für die Aufnahme etwas unpraktisch, weswegen ich das einfach weglasse. Hier habt ihr gesehen, hier unten der Schatten, der verschwindet dann. Ansonsten habe ich das ein bisschen optimiert, dass die Aufnahme halt flüssiger läuft, genauso meine Haare und ich selbst sollte jetzt ein bisschen optimierter sein, dank meiner wunderbaren neuen Lampe. Aber wie gesagt, wir wollen nicht quatschen, wir wollen machen. Wir haben Tag 3, heißt wir haben noch ein paar Tage Zeit, uns um Sachen zu kümmern. Was sagen unsere Skills? Nee, bevor wir jetzt hier nach Skills gucken oder sowas, es ist schon wieder 18 Uhr. Gottes Willen, das ist das Problem, wenn man mehrere Spiele hat. Hier, Holz haben wir gar nicht. Stein auch nicht. Metall ein bisschen was. Ja, würde ich sagen. Ah, lass mich runter. Gehen wir einfach nochmal ein bisschen Holz hacken. Nicht in die Kakteen rennen. Da. Gut, einmal ums komplette Haus gerannt, damit wir das finden. Aber gut. Ja, ich hoffe, euch gefällt, was ihr hier seht. Also, es macht mir auf jeden Fall Spaß und es bestätigt mich halt weiterzumachen. Wenn ich sehe, dass ihr das auch gerne seht. Von daher, wie gesagt, schreibt immer schön fleißig Kommentare. Da freue ich mich immer sehr drüber. Gehe ich auch gerne drauf ein. Zeitnah. Und Alter, Schritte gehört, das bestimmt der da hinten, ne? Mir macht Spaß und es macht mir noch mehr Spaß, wenn ich weiß, euch macht es Spaß zuzugucken. Rechts von uns habe ich, glaube ich, gerade ein Hühnchen gehört. Dieses Kleinzeugs nehmen wir mal mit. Ich mach mal mit dem Knüppel. Das kann nicht dein Ernst sein. Heidewitzka. Nicht dein Ernst? Sag mal, warum kann der so weit schlagen? Aua, 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 aua. Der hat doch hier Gogo Gadgetto Beine. Und Arme auch. Hier, komm. Sicher, sicher. Nicht, dass wir hier gleich abnippeln. Kopf ab! Ja,
Da kam die Herzdame. So, jetzt haben wir genug zu trinken. Oh, das UI ist weg. Da kümmere ich mich nach der nächsten Folge nochmal drum. Also nach dieser Folge. Da habe ich jetzt auf den ersten Moment gar nicht geachtet, muss ich sagen. Eher unpraktisch. Da hinten zappelt schon wieder Joe Cocker. Ja, das Problem ist, wir haben keine Ausdauer. Ach ja. Das mit der UAE ist jetzt echt nervig. 11% Wasser. Das ist nischt. Ja. Schon am Stöhnen. Ja, ich habe mich, glaube ich, in der letzten Folge sehr gewundert, dass so unkontrolliert viele Zombies spawnen. Also hordenmäßig. Und wenn ich das jetzt aus der Erläuterung anderer Let's Player richtig rausgehört habe, ist das wohl auch zu Recht so. Also das sind so, ich meine, täglich spawnt eine Horde. Und je nachdem, wie gut ich spiele und wie häufig ich sterbe und sowas, kriege ich so ein Level. Und je nachdem, wie hoch das Level ist, kann es auch mal sein, dass da eine Hundehorde gespawnt wird. Also. Schauen wir mal, wie gut wir das überleben. Ach, Locate Traitor, ja. Den wollten wir uns auch noch mal raussuchen. Ja, hier noch ein bisschen, da noch ein bisschen. Voller Ausdauer, das ist eigentlich ganz nice. Lust haben wir trotzdem. Können wir uns aber erst wieder darum kümmern, wenn wir zu Hause sind. Ich hoffe, wir haben zu Hause überhaupt noch was. Hier haucht mir irgendjemand ins Ohr, das gefällt mir nicht. Dies mag ich nicht. Ja, ich würde sagen, den nehmen wir noch mit und dann verkrümeln wir uns wieder nach Hause. Und dann können wir uns dann nämlich wirklich mal um Skillpunkte und sowas kümmern. Ist das die da hinten? Ah nein, hier vorne ist noch eine Schwester. Ja, die lassen wir aber lieber erstmal stehen. Ich bin dann lieber ein bisschen defensiver. Aber komm dafür ein Leben zu Hause an. Also. Holz ist immer gut zu haben. Wir brauchen noch ganz, ganz, ganz viele Spikes. Das kostet echt viel. Leider. Und ja. Das da ist schon unsere Hütte, ne? Ach, perfekt. Jetzt ist auch gerade unsere Axt kaputt gegangen. Da können wir also jetzt getrost nach Hause gehen. Brauchen gar kein schlechtes Gewissen bei haben. Das müssen wir dann auch mal ändern, aber ich weiß nicht, ob das jetzt hier sein muss. So, jetzt gucken wir erstmal trinken. Ist hier irgendwo was zu trinken? Da. Nehmen wir mit. Ach, so ein Geier. Ja, den nehmen wir nicht unbedingt jetzt mit. Aber wenn er crasht, dann hat er mich eigentlich gesehen. Finde ich jetzt natürlich merkwürdig, aber gut. 61%, 88, das muss reichen. Dann hauen wir das Holz hier rein, das da rein. Einfach ein bisschen Ordnung schaffen wir jetzt hier. Hier noch ein bisschen, da ein bisschen. Sagen die Pfeile, 17 Pfeile ist auch ein Witz. Da müssten wir auch mal gucken, Federn haben wir genug. Nehmen wir doch noch mal Holz und Steine wieder. Eben weggelegt. Oh. Ja, gut.
Diesen nehmen wir alle mit. Und machen erstmal Pfeile. Und dann können wir schon mal anfangen, Spikes zu machen. Oh, da wurde es auch gerade Nacht. 8 Stück. Da war man jetzt hier, was? 3 Stunden am Hacken und kriegt 8 Spikes bei rum. Sorry, Leute, aber irgendwas ist da doch nicht richtig. Was haben wir noch? Stoff. Ist Stoff hier drin? Oder das? Stoff da rein? Oder hatten wir das schon irgendwo? Wie gesagt, es ist äußerst verwirrend, wenn man halt auf mehreren Servern spielt. Halt mit meiner Freundin noch einen am Start. Ja, von daher muss ich da mal zusehen, den Überblick zu behalten. Ja, hier kann ich noch mal ein bisschen was mitnehmen. Ein paar Bandagen können wir uns noch mal machen. Ist das Science? Ja. Ich würde mal sagen, wir machen 4, weil ich meine 5 sind. Obwohl. Wir machen nochmal 5, dann haben wir welche auf Lager und ein bisschen Stoff legen wir zurück. So, hier können wir jetzt Seedlings reinschmeißen. Das Holz kommt dahin, die Spikes kommen dahin. Die stocken hoch, stacken hoch genug, das reicht. Fackel behalte ich. Hier können wir dann nämlich einmal so auf Lager packen. Aloe kommt da auch rein. Hier haben wir jetzt so Essen und Trinken und so ein Gelumpatsch, ne? Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir es wegkochen. Aber eigentlich möchte ich das anpflanzen. Und die Heilung geht auch gar nicht hoch. Warum geht die Heilung gar nicht hoch? Wir haben doch eigentlich alles ganz gut oben. Ah ja, hier, you are health from food, das ist doch gut. Das ist das hier, ne? Nee, das ist das nicht. Gibt's das gar nicht mehr? Früher gab's das, wenn man satt ist, wenn man ein gewisses Level an Sattheit überschreitet, dann regeneriert man halt automatisch Leben. Weiß nicht, entweder sehe ich es jetzt nicht oder es gibt das nicht mehr, ich weiß es nicht. Noch mehr Painkillers möchte ich jetzt eigentlich nicht. Beziehungsweise habe ich gar nicht. Und diese eine Heilbandage, die ich habe, war schwierig. Naja, bis morgen machen wir eigentlich eh nichts mehr. 8 Skillpunkte. Schwierig. Weapon kann ich erst mit Level 10. Entschuldigung. Ich brauche diese UI, das ist unglaublich nervig. Level 6. Construction Tools dann bestimmt auch, genau. Naja, gehen wir mal durch. Guns Missing. Weiß ich nicht, ob ich das unbedingt brauche. Jedenfalls aktuell noch nicht. Science. Ich glaube, das benötige ich früher oder später. Aber das würde ich dann craften oder dann skillen, wenn wir es brauchen. Habe ich hier gar nichts drin? Ich hätte wetten können, da hätte ich mal Punkte reingesteckt.
Und warum ist mir kalt? Das nehme ich beides mal mit. Das heißt, ich verbrauche weniger Essen und Trinken. Jeweils um 10%. Und dazu kriege ich nochmal beim Essen 11% mehr Wellness dazu. Quicker Crafting brauche ich noch nicht. Fixer habe ich keine Punkte mehr. So. Aber ich regeneriere auch kein Leben mehr, wenn ich das richtig sehe. Och, Mäuschen. Warum ist die denn so kalt? Habe ich irgendwas Kühlendes mit? Ja. Minus 3, plus 1, minus 6, plus 1, minus 6. Mach dich nackig. Das hier wollen wir mal zum Händler bringen. Dann können wir da auch gleich. Aber beim Händler waren wir da auch schon, oder? Wo ist denn der Händler? Zip in die Richtung. Trader, da. Den merken wir uns mal. Denn ich weiß nicht, ob der hier halten bleibt, wenn diese Quest da zu Ende ist. Deswegen bleiben wir da mal. 950 Meter. Schwierig. Äußerst schwierig, würde ich behaupten. Haben wir hier oben noch irgendwas gehabt? Ah, außer Düsternis. Nein, Kiste, die ist leer. Ansonsten hatten wir schon ein bisschen was gelootet. Ich sollte hier auch mal aufschreiben, was wir zuletzt gemacht haben und was wir brauchen. Denn ich habe wirklich gerade keine Ahnung und die Nacht ist aktuell sehr langweilig. Wir brauchen dringend Eisenwerkzeug. Das würden wir halt beim Händler bekommen. Könnten mal ein bisschen Fleisch gebrauchen. Dafür könnten wir uns mal ein neues Messer machen. Dahin. Schmeiß mal weg das Ding. Das brauche ich nicht. Das behalten wir hier. Schön unten auf der Terrasse. Ja, ich würde sagen. Da wir die 20 Minuten sowieso so langsam ankratzen, wir machen jetzt einfach eine Pause und ich dödel jetzt hier noch ein bisschen rum und überlege mir dann bis um 4 Uhr morgens, was wir denn so Schönes tun könnten. Und ja, haben halt so lange dann einfach so eine kleine Haushaltsfolge gemacht. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet, Freunde. Und ja, bis dahin noch einen schönen Abend. Ciao, ciao.